Lifetime in repeat. Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brickforce. Ja, und heute mache ich die kleine Auslösung. Hier seht ihr die drei neuen Waffen. Fuck, ich wollte eine ausrüsten. Ja, viele von euch haben tatsächlich zwei Waffen richtig getippt, nämlich die Orion und die Snake. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile schon zu gut. Tatsächlich haben aber viele vermutet, dass ich mir die Beetle holen werde. Ich schätze mal, dass hängt mit dem Video von Glotzauge zusammen. Aber ganz im Ernst, ich habe auch gesagt noch, also ich habe noch in den Kommentaren meines Wissens geschrieben, dass man da nicht so sehr drauf achten sollte, was ich da im Video von Glotzauge geschrieben habe, weil ich habe mir dann noch die goldene T-Rex geholt, von der mir auch viele Leute abgeraten haben, aber ich habe mir die dann doch einfach selber mal geholt. Hier können wir die jetzt nochmal sehen hier. Wir können ja auch gerne mal eine Runde mit der spielen. Die ist halt eben genauso wuchtig wie die normale T-Rex. Also wie die normale Saurus ist die genauso schwer. Der Clou ist, die braucht nicht so lange zum Nachladen, ist mir aufgefallen, was ich sehr angenehm fand. Aber eine Sache, die ich finde, die sie bei der Saurus unbedingt, also bei der T-Rex unbedingt anfügen müssten, wäre, dass man mit der zielen kann. Weil, guckt euch das mal an hier. Die hat da ja schon so ein nettes Zielvisier. Und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass man mit dem nicht zielen kann. Auch, obwohl, wenn die Saurus damit, Saurus, ich wechsle die beiden immer. Ich meine natürlich T-Rex. Wenn die T-Rex damit natürlich schießen könnte, dann wäre das unglaublich. Dann wäre die der normalen so weit überlegen. So natürlich, muss man sagen, what the fuck? Ach, du hast die Scarab! Oh, die ist cool. Die finde ich cool. Die benutze ich jetzt aber mal nicht. Ja, boah, ich hasse das, so einen Teleporter am Rücken zu haben. Das finde ich immer so grässlich. Ja. Wollte ich ja die. Ach, was wollte ich. Ah, ich bin hier schon wieder so komplett zerstreut in der Lüfte. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Das Lustige ist halt eben wirklich, es gab nur einen, der die T-Rex getippt hat. Der hatte auch alle drei richtig, aber ich schätze mal, das lag eventuell daran, dass mich ein paar Leute gesehen haben, wie ich mit den Waffen durch die Gegend gerannt bin. Das könnte natürlich eine sehr große Erklärung dafür sein. So ist es jetzt nicht. Mein Traum wäre natürlich jetzt immer noch die weiße Amnesie. Das wäre ja immer noch für mich mein Traum. Ne, das wäre ja für mich so ziemlich meine Traumwaffe, die ich mir am liebsten holen würde. So ist es nicht. Und man merkt auch, wenn ich jetzt die T-Rex equippe und dann wieder zur Pistole. T-Rex, Pistole, T-Rex, Pistole. Ne, und so weiter. Dann merkt man doch schon, die ist verdammt hohe. Also die ist verdammt schwer. Also die ist wirklich richtig schwer. Also wirklich in einem unglaublich großen Rahmen. Übrigens, eine Sache müsste man aber mit der Saurus können. Nämlich, zielen. Man muss mit der wirklich, bei der müssen viele Schüsse treffen. Der Clou ist, mit der kann man sogar auch sehr gut auf Distanz, schießen, wenn man Salvenfeuer bei ihr macht. Also immer drei Schüsse, am besten geduckt. Und dann erst in einem kurzen Zeitraum warten und dann nochmal drei Schüsse hinterher drücken. Der Clou ist, diese drei Schüsse drücken so dermaßen Schaden, wenn man damit auch getroffen hat, dann, ja. Nach 9 Schüssen liegt dann so ein Gegner mit 140 Rüstung Problem los. Deswegen, also ich finde die Saurus ganz im Ernst. So viele Leute haben mir davon abgeraten und dafür finde ich die Waffe eigentlich sogar relativ cool. Mir gefällt die sehr gut. Das liegt aber eventuell auch daran, dass ich generell ein schwerer Waffenfreund bin. Wer das so erlebt hat, meine Zeit mit der Saurus, wie ich da wahnsinnig lachend durch die Maps gerannt bin, Dauerfeuer anhatte und dann, ja. Ich glaube, die Leute wissen, dass es im Grunde eigentlich, es war eigentlich klar, dass ich mir die T-Rex geholt habe. Ich meine, das ist die goldene Version von der Saurus, meine Lieblings-, also meine favorite schweren Waffe derzeitig. Hä, von wo? Hä? Hä? Ich,
Gott, ich check nichts mehr. Ja. Wir können auch gerne mal eine andere Waffe spielen gleich. Zum Beispiel die ultimative Orion. Das ist nicht die seltene Orion. Das ist also keine Angst für die Leute, die jetzt neu sind im BF. Das ist nicht die seltene Orion, das ist tatsächlich die ultimative Orion. Die hat meines Wissens noch 1% mehr Schaden oder so. Der Kluber, die gab's auch mal. Bäh. Ja, aber das wird sich ja noch ändern. So. Hilfe, erschreck mich doch nicht. Wo sollen das noch hinführen? Hi. Glaube ich nicht so. Weil nicht mal die Perma-Waffen werden ja bleiben. Da haben ja schon einige Leute aus der Community haben mir da schon die erschreckende Botschaft von Waschburn per Link geschickt, wo sich meine Befürchtung natürlich auch bewahrheitet hat, nämlich es wird nicht mit den permanenten Waffen so bleiben, es werden wieder die 30-Tage-Waffen eingefügt. Was ich natürlich sehr befürworte, ich also Glotzauge musste mich da schon davor abhalten, mir den Arm vor Freude abzuschlagen, deswegen, also ich habe mich da richtig gefreut, ich habe da auch echt, der musste da schon sehr viele Sachen verhindern, dass ich dafür unterschiedliche Gifte und so weiter genommen habe. Also, dass ich da unterschiedliche Gifte und so weiter zu mir nehme. Da musste er mir, also da musste er schon, ich glaube, der musste mir sogar einmal eine Zwangsjacke an mich dran setzen und mich dann K.O. schlagen, damit ich aufhöre, mich zu versuchen, selber umzubringen. Deswegen, also wie ihr seht, ich habe mich so dermaßen darüber gefreut, über diese Botschaft. Ja, ich will eine Suizidfunktion im Brick Force. Bitte. Bitte. Danke. So. Sorry, muss sein. Wenn der hier in meinen Raum reinkommt, muss der sich nicht wundern, wenn dann so ein mieser Citron um die Ecke kommt und dann einen Chatkill macht. Ach ja. So, muss man mit leben, ansonsten geht einfach nicht in meine Räume hier rein. Fertig. Wenn jemand anders der Horst ist, dann akzeptiere ich gerne seine Regeln. Wenn der dann sagt, kein Chatkill oder so, dann akzeptiere ich die Regeln. Aber wenn ich der Raumhorst bin, dann... Ach ja, dann mache ich das, was mir passt. Nicht wahr? Ach komm schon! Wir lassen hier schon wieder die Nate segeln. Habe ich überhaupt schon mal einen Nate-Kill? Nein, ne? Erschreckend. Komm, Nate-Kill. Nein, ich wollte noch einen Nate-Kill machen. Mir fehlt für heute noch der Nate-Kill. Was machen wir da? Was machen wir da? Komm her, komm her. Ach komm schon, könnt ihr nicht mal im Raum bleiben, wo die Nate drin reinsegelt? Ich will doch auch noch meinen Chat. Du bist Premium. Einige Leute sagen aus der Community, dass Premium überhaupt nicht overpowered sind. Auf darauf will ich mich beruhen. Ach komm schon, ich hasse das. Premium ist nicht mal ansatzweise overpowered. Das sagen manche aus der Community. Das sage ich jetzt auch. Darf dir nichts sagen. Das sagen andere aus der Community, also sage ich das jetzt auch. Und das stimmt auch so. Das stimmt jetzt auch so. Also, so fertig, da kann jetzt niemand was dagegen sagen. So.
Obwohl, man muss ja auch hinzusagen, ich habe vorher nachgefragt, soll ich mir Premium holen oder nicht? Und die meisten Leute haben gesagt, ist egal, oder hol es dir. Tatsächlich beschweren sich jetzt tatsächlich ein paar Leute, dass ich mir Premium geholt habe. Ganz im Ernst, ich habe die Community gefragt und ja, die hat gesagt, das ist okay, also habe ich mir Premium geholt. Selber schuld. Ihr habt selber zu verantworten, dass ihr ein weiterer Premium-Spieler am BF rumrennt. Mäh. Nein! Das Problem ist, wenn ich von hinten angegriffen werde, dann kann ich im Grunde kaum was mit dieser riesigen Oschi-Waffe machen. Das ist schrecklich. Hilfe. Es ist einfach nur schrecklich. Ich habe gerade Cola gesoffen wie Sau und jetzt habe ich hier die ganze Zeit. Komm her. Fuck. Ich glaube, ich wechsle wieder zu der. Die gefällt mir doch jetzt bis jetzt am meisten. So, das Schöne ist, dadurch, dass die ja nicht gelevelt werden können oder so, kommt natürlich dementsprechend auch nicht der Level-Bug auf sie drauf. Nein, du killst dich hier nicht. Braver Junge. Du weißt, was ich will. Nein. Boah, dieser Typ im Affenkostüm, der fuckt mich ab. Sorry, ja. Der nervt echt gerade. Nein. Lass mich in Ruhe. Danke, Premium übrigens. Ach, Menno. Menno. Gegen eine Orion kann man dann natürlich nicht viel ausrichten. Boah, danke. Wo ist der andere Specht? Wo ist der andere Camper? Immer diese Camper hier. Schlimmste, was es gibt. Da also. Mann! So, noch 3 Minuten geht die Blamage für mich. Hey. So, bitte, wirklich, das fällt mir immer wieder auf. Immer wieder fragen mich Leute, Zeitron, machst du gerade LP? Wann machst du LP? Und so weiter. Und ganz im Ernst, ich habe locker das Gefühl, dass mindestens 3/4 aus meiner Community inkompetent sind in Sachen Lesen und die anderen Leute zu faul sind, auf meinem YouTube-Kanal nachzugucken. Toll. Der Kerl hat mich jetzt gerade aus der Fassung gebracht. Nee, und die anderen bringen mich, die sind anscheinend zu faul, einfach mal auf dem YouTube-Kanal nachzugucken, auf meinem YouTube-Kanal, ob ich schon eventuell heute eine Folge hochgeladen habe. Nein, stattdessen werde ich einfach zugespammt. Oder zum Beispiel, ich mache das ja so, ich sag ja schon Bescheid in meinem Clan, wann ich ein Video mache. Dann schreibe ich, hey Leute, Raum ist offen, ihr könnt joinen, wenn ihr wollt. Ne, aber der Clou ist, ja, was ist der Clou? Jetzt überleg mal. Richtig. Da kommen Fragen über Fragen. Ja, wann kommt die nächste Folge? Zeitraum, machst du heute noch ein Video? Sag mal, Zeitraum, mach doch mal Raum auf. Wir wollen ein Video machen. Bla, 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 bla. Das quillt mir zu beiden Ohren auf. Und dann, das finde ich, jetzt setzt dir allem nochmal die Krönung auf, ne? Also wirklich nochmal so, sozusagen, so der Zuckerguss über den Kuchen, ne? Dann wundern sich Leute, wenn ich mal an den Tag nur zum Video machen online komme und sonst nicht. Ey, finde ich, setzt ja nur allen die Krönung auf, aber wenn ihr mich die ganze Zeit so nervt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich da nicht ankomme. Ich meine, glaubt ihr, das macht mir Spaß? Ich meine, ihr könnt das problemlos selber nachgucken, ne, mit dem, ob ich schon ein Video gemacht habe oder nicht. Ne? Aber nein, wir fragen lieber den lieben Zeitraum, bis der irgendwie tot vom Hocker fällt. Ja. Und am Ende wundern wir uns dann noch darüber, dass der nicht online kommt. Ich bin ja jetzt nicht böse auf euch oder so. Es ist einfach nur so, ich finde das einfach zum Schießen. Es ist einfach nur verdammt lustig. Gunman, ich hasse dich übrigens. Wann ist der Kerl eigentlich im Raum? Wann ist der Kerl hier im Raum? Wer hat ihn hier reingelassen?
Er hat den Typen hier reingelassen. Herrgott, nochmal. Gott, es dürfen ein paar Typen, die dürfen nicht in die Displayräume. Darunter zählen Gunman, Kalchas, Clone und Glotzauge. Und noch ein paar andere. Okay, was sage ich hier ein paar? Das sind ganz viele, die ja noch nicht dazugehören. Deswegen, nein, natürlich Scherz. Ah, ich hasse das. Really? Toll, haben wir auch noch gleich einen Gleichstand erzielt. Vielen Dank dafür, Skyfall und Zeus0109. Okay, vielen Dank für den komischen Namen. Ciao, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.